6. November 2038 um 20.01 Uhr mit, ich schätze, Marcus? Autonomous. Oho. Ja, es ist definitiv Marcus. Das ist die gute North. Das ist Wahnsinn. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Mir da. Lang zum Cyberlife-Lager. Folge North. Okay. Wir folgen dir einfach. Ich will hier nicht irgendwie abhanden kommen. Das wäre unschön. Und vor allem sollten wir vielleicht lieber unentdeckt bleiben. Alles andere wäre vielleicht nicht unbedingt die beste Option. Sie dürfen uns nicht sehen. Ja, ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Wo ist Norfritz hin? Da hinten. Wir haben halt zum Glück das, den Vorteil der Dunkelheit. Oh, okay. Da waren Menschen. Vorsicht! Und was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Ach, das sind Lichtquellen, die Dinger, die immer rumfliegen. Oder? Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. So, Moment. Wir folgen gleich North wieder. Wir gucken als allererstes mal, was da... Ach, das ist nur North. Das ist ein sehr merkwürdiger Name. Noch nie gehört. So, hier wieder hoch. Okay. Also prinzipiell jetzt nur folgen und hoffen, nicht entdeckt zu werden. Aber ich denke, wir werden das schon kriegen. Ich schätze, gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Mission scheitert, Mission glückt. Und wir wollen natürlich, dass die Mission glückt. Cyberlife, wir sind fast da. So. Marcus, komm hier hoch. Ich bin dabei. Folge Simon. Wer ist Simon? Also... Wo willst du denn hin? Folge North. Ich folge Simon mal lieber. Ich habe keine Ahnung. Da lang. Ich habe keine Ahnung, was jetzt richtig war. Ich weiß auch gar nicht, wo die beiden sind. Ich sehe gar nichts mehr. Prinzipiell kommen wir jetzt wieder zur Gruppe zurück. Wir sind fast da. Wir sind da, glaube ich. Wie cool die alle klettern können. Das ist ultra geil. Vor allem, wie weit sie springen können. Hallo, das sah übel weit aus. So viel ist gar nichts mehr. Dort ist nur noch. Cyberlife-Lagerhäuser. Da drin ist alles, was wir brauchen. Zuerst muss diese Drohne weg. Ich mach das. Beseitige die Drohne. Okay. Ach, das ist eine Drohne, keine Lichtquelle. Aber sie hat gerade auch Licht gespendet. Also wahrscheinlich bewachen viel. So, wir können ja krass vorkonstruieren. Wir nehmen mal diesen Weg. Das wäre zu hoch. Okay, dann geht es schon mal nicht. Probieren wir es damit. Würde bemerkt werden. Das ist natürlich blöd. Da, das wusste ich, dass wir da vielleicht hochkommen. Wir probieren es mal. Ach ja. Das funktioniert schon mal. Wir könnten jetzt hier raufgehen. Probieren wir das mal aus. Hallo? Dieser Weg. Wäre zu weit. Funktioniert also nicht. Bis dahin aber schon. Moment, wir bleiben doch mal hier. Also direkt auf die Drohne springen geht... Ah, okay.
Das geht schon. Okay, dann probieren wir das. Okay. Super! Okay. Hey, ja, das hat funktioniert. Ja, gut gemacht, Marcus. Yay, North ist gestiegen. Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Nehmt so viel ihr könnt. Durchsuche die Kisten. Welche Kisten? Sind die gekennzeichnet da hinten? Und bitte so viel wie möglich, damit wir auch wirklich viel mitnehmen können. Oh, das ist schön viel blaues Blut. Nimm mit! Schnell! Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Eure Abwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. Nein, bitte nicht. Gottverdammte Maschine! Wo ist der diesmal? Nehmen und verstecken, weglaufen. Fuck. Wache umbringen. Nein, definitiv nicht. Probieren wir das. John? Ich brauche deine Hilfe. John? Oh, fuck. Freilassen, angreifen, warten wir. Scheiße! Erst die Drohne, dann das. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Echt super. Oh Gott. Oh mein Gott. Steck den Rest ein oder nichts wie weg. Schnell. Such weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Nimm blaues Blut mit. Sehr viel bitte. Gott, war das knapp. Ich hatte gerade so voll Angst, aber wenn wir weggelaufen wären, hätte er uns gesehen. Wir wären ja direkt gelaufen und wir hätten nichts gehabt. Überprüfe die größeren Kisten. Nee. Welche größeren Kisten? Überprüfe die größeren Kisten. Welche denn? Ach, die da oben. Und wir hätten halt nichts gehabt und das wäre scheiße für unsere Mitmenschen. Und umbringen, nie eine gute Idee, will ich nicht. Wir sind kein Böser, wir sind nur jemand, der überleben möchte. Ich hoffe, das war einfach kein Fehler. Aber ich habe ja nichts falsch gemacht bisher. Was ist das? Es ist blau. Das sind Androiden. Warum seid ihr nicht Fifi? Wollt ihr denn nicht frei sein? Oh fuck. Ihr könntet mitkommen. Die schlagen Alarm, oder? Das war ein Fehler. Schlagen die Alarm? Oder wecken wir sie jetzt einfach auf? Wir sind respektiert worden. Schön. Josh ist gestiegen. Mehr können wir nicht tragen. Gehen wir. Nehmt mich mit. Er ist auf ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Es ist viel zu gefährlich, sie mitzunehmen. Okay. Sie kommen mit uns. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Da hinten, in der Kontrollstation. Zwei menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus.
Unsere Taschen sind voll. Wir haben, was wir wollten. Also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile. Genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen. Es ist zu riskant. Wir kriegen das hin. Wartet hier. Nach 10 Minuten geht ihr ohne mich. Marcus. Ich komme mit dir. Nein, ich gehe allein. Wir müssen nicht beide unser Leben dafür riskieren. Ist klar, dass die anderen alle runtergegangen sind, wenn wir quasi ihre Gruppe verraten. Aber vielleicht können wir uns so jetzt wieder bei denen beweisen, dass wir auf ihrer Seite sind. Und wir können nicht einfach Leute hier lassen. Das ist nicht in Ordnung. Finde den Schlüssel. Kann ich da nicht einfach erstmal reingucken? Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass da jetzt Leute drin sind. Okay, Moment, Moment. Du machst das Fenster mal bitte wieder zu. Runde. Warum kannst du nicht. Wieder? Vielleicht das Wetter. Wo sind die? Da. Sie mögen keinen Sturm. Ja, ich wollte dieses Wochenende mit den Kindern campen. So viel dazu. Ist Mike noch in Zone 4? Sieht so aus. Er sollte längst fertig sein. Hier ist es besser als draußen auf Patrouille. Oh fuck, ich habe keine Ahnung, wie ich das tun soll. Bedrohen. Oh fuck, ich will die nicht bedrohen. Nein, 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 wir bedrohen die nicht, Marcus. Was ist da hinten? Wir gucken erst, was da hinten ist, und dann würde ich jetzt einfach losgehen und laufen. Also ein Stromausfall. Sehr gut, sehr gut. Das können wir machen. Wie können wir das machen? Was ist da jetzt zukommt? Verursache einen Kurzschluss. Es gibt noch eine dritte Variante. Wie verursache ich denn einen Kurzschluss? Da hinten wäre die Waffe. Wie mache ich das? Draußen eventuell? Die Wachen nach draußen locken. Auch eine gute Idee. Probieren wir das aus. Kurzschluss, keine Ahnung, wie das gehen soll. Da wäre ich auch reingekommen. Kümmere dich um die Wachen. Wachen aufmerksam machen. Scheiße, was war das? Das waren die Fässer. Oh fuck. Geh, 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 ganz schnell. Komm, schnell, 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 Marcus, mach, mach. Oh Gott, und jetzt raus hier, raus da. Geh raus. Ja, geh da raus, sofort. Oh mein Gott, mein Herz klopft schon wieder so. Und raus hier. Oh Gott. Es hat funktioniert, es hat funktioniert. Oh mein Gott. Und das ohne Gewalt. Es ist also tatsächlich möglich. Wohin muss ich? Kehre zurück zur Gruppe. Die ist wahrscheinlich da hinten. Mein Herz klopft. Es klopft so sehr. Hast du ihn? Cool. Sehr schön. Gelang in den Laster. Okay, wohin? Wo ist denn der Laster? Ist halt die Frage, ne? Da hinten? Sieht so aus. Wo das ist diese... Ach, hier ist der Laster. Einsteigen. Schnell, rein hier. Okay, und wir fahren jetzt irgendwo hin und das merken die nicht. Fahre von den Docks weg. Oh Gott.
Ich muss jetzt nicht selbst Auto fahren, oder? Nein, muss ich nicht. Gott sei Dank, der fährt von alleine. Oh mein Gott. Die merken das tatsächlich nicht. Oh mein Gott. Oder? Was zur Hölle? Das hat funktioniert. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin gerade so froh, dass das funktioniert hat. Also während des Ablenkens und so hat mein Herz so geklopft, aber es war wow. Eine Wagenladung. Wir haben die ganze Ladung geklaut. Wir haben Biokomponenten für alle. Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. Wow. Wir werden bewundert. Sehr schön. Und sind mit North befreundet. Ich kam nach Jericho, weil Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei. Damit hat Marcus ja eigentlich irgendwie auch recht. Obwohl, eigentlich auch nicht. Es ist so... Oh, wir sind Jerichos Held. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, hier gibt es viele Wege. Und ich glaube, die anderen Wege wären halt prinzipiell nur... Wir wären entdeckt worden. Oder... Hätten das einfach nicht geklaut und so. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Sehr schön. Wir haben die Androiden befreit. Und das ist... meiner Meinung nach der richtige Weg. Josh wird zum Abweichler. Nee, John. Ah. Hätte er auch nicht zum Abweichler werden können? Simon folgen. Wir hätten auch nur folgen können, aber ich bin jetzt einfach mal Simon gefolgt, warum auch immer. Position halten. Alles klar. Menschliche Wache geht. Okay. Im Großen und Ganzen lief das ja gar nicht mal so schlecht, ne? Hier gibt es dann jetzt sehr viele Wege. Wachen meiden, definitiv. Ich will niemanden erschießen. Und das ist dann halt das. Wir gucken mal die weltweiten Statistiken. Nein, gucken wir nicht. Ja, das mit den Statistiken ist jetzt nicht so gut gelaufen. Mich hätte es auf jeden Fall interessiert, ob das funktioniert hätte oder nicht. Also nee, wie es bei den anderen funktioniert hat und wie bei mir im Vergleich sozusagen. Aber gut, dann habe ich das halt aus Versehen weggeklickt. Was auch immer ganz interessant ist, ich hatte die ganze Folge so immer ein bisschen Angst mit meinen Entscheidungen, was ich mit Marcus mache. So, ja, ich habe den ja zum Beispiel versteckt, diesen einen Androiden. Die Möglichkeit war, hätte aber bestehen können, dass er sich wehrt und dann gehört wird und sowas. Man kann ja die Stärke von bestimmten Androiden ja auch nicht gleich einschätzen. Und dann hatte ich auch Angst wegen des Schlüssels klauen. Ich meine, das war gut, dass wir das gemacht haben. Klar, wir hätten dabei auch scheitern können. Das wäre natürlich die Oberkatastrophe gewesen. Aber wir haben es ja geschafft, glücklicherweise. Und dementsprechend war das eigentlich ganz gut. Wir konnten den Leuten dort helfen bei Jericho. Und haben sogar Zuwachs bekommen. Ich meine, warum sollten wir die nicht mitnehmen? Ich meine, sie sind von uns aufgeweckt worden. Die sind damit uns irgendwie ein bisschen loyal. Klar, muss man gucken, gefährdet man dabei nicht die eigene Gruppe. Aber da habe ich jetzt nicht wirklich die große Gefahr gesehen. Und wenn, dann hätten wir damit vielleicht auch umgehen können. Daher war ich da relativ zuversichtlich. Und an sich hat es ja alles ganz gut geklappt. Wir haben das ohne Gewalt geschafft. Mit den Waffen jetzt zum Beispiel haben wir geschafft, ohne dass die gestorben sind. Und ich denke, so werde ich auch weiterspielen, dass ich halt einfach
überall meine Waffen nicht einsetze und dann einfach hoffe, dass das auch friedlich lösen, dass ich das auch friedlich lösen kann, so. Und im zweiten Run, das wird es definitiv hier geben, werden wir dann halt alles ein bisschen anders machen. Wir werden uns oftmals schlecht entscheiden, vielleicht nicht so, dass gleich ein Charakter stirbt. Also bei Kara, ich möchte ungern gleich im ersten Kapitel sterben lassen, das wäre doof. Aber ich möchte mich halt meistens so entscheiden, dass es vielleicht nicht unbedingt so gut ausgeht in den einzelnen Situationen. Und dass man vielleicht mal ein bisschen rebellisch ist. Klar, mit Markus kann man das ja ganz gut machen, wenn man den Aufstand macht, dass man da nicht unbedingt so der netzte Mensch ist und da ein bisschen Randale macht. Und das machen wir mit Markus auf jeden Fall im zweiten Run. Aber in diesem Run sind wir mit Markus der liebste und netzte Mensch. Und deswegen, ja, habe ich mich für gewaltfrei entschieden. Und es hat ja auch geklappt. Deswegen, ich denke, jedes Spiel hat, also jedes Kapitel hat auch die Lösung, das Ganze gewaltfrei zu lösen. Und deswegen halte ich mich daran. Nächste Folge geht's weiter. Ich kann schon mal ein bisschen spoilern mit Connor im Sexy Club. Und ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit Connor. Und da freue ich mich schon drauf, weil Connor ist mein Lieblingsprotagonist. Definitiv. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann auch erst in der nächsten Folge. Heute oder morgen, je nachdem. Und ja, Dankeschön fürs Zusehen und bis dann. My name is Connor. My name is Marcus. This is our story.